liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ja, ich sitze mal wieder im Auto und fahre zu einer Veranstaltung. Und diese Veranstaltung, zu der ich heute fahre, ist zumindest für den Leipziger Raum oder sagen wir für Mitteldeutschland, naja, schon ein Modellbahn-Highlight, weil es geht um die Messe Modell und Hobby, wobei jetzt heißt es, glaube ich, Modell-Hobby-Spiel. Da muss ich dann erstmal genau nachschauen, wenn ich dann dort angekommen bin. Und da schauen wir uns mal an, was es dort so alles Schönes zu sehen gibt. Ja, zuerst steht man aber eben nicht auf der Messe, sondern erstmal 1,5 Kilometer im Stau. Und ja, da kommt man halt so auf dumme Gedanken und schaut sich das Auto vor einem an. Die Nummer müsst ihr jetzt nicht unbedingt so ernst nehmen. Also das war ich, das sah so leer aus, als ich die originale Nummer weggemacht habe. Aber schauen wir mal, bei wem der Fahrer dieses Auto gekauft hat. Da ist die Rede von einem Autohaus Geng. Und da kam mir doch ein, naja, putziger Gedanke. Also wenn es mein Autohaus wäre und ich Geng heißen würde, dann hätte ich das Autohaus ein bisschen anders genannt. Was ich mit Photoshop dann entsprechend geändert habe. Aber Scherz beiseite, irgendwann ist man dann doch mal angekommen und ja, wer die Leipziger Messe kennt, da gibt es da diese ja, Glasgänge. Ja, mal allgemein noch. Ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht die große Neuheitenschau, weil das sind so Sachen, die mich dann wahrscheinlich eher weniger interessieren. Ich greife natürlich die Sachen für mich jetzt raus, die für mich interessant sind. Das ist vor allem meine Epoche, also Fahrzeuge meiner Epoche. Und ja, und dann das große Thema Landschaftsbau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einiges gesehen und mich dort auch mit sehr interessanten Leuten unterhalten. Aber da kommen wir gleich dazu. Ja, und dann kommen wir rein in die Halle und ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe nur die Halle 3 geschafft. Das ist aber auch eben auch die Halle mit der Modellbahn, weil ich war dann einfach fußlahm und das, ja. Hier haben wir dann gleich den Rocco-Stand vor der Nase, wo ich jetzt, sagen wir mal, nicht so viel gesehen habe, was mich interessiert hat. Naja, das ist eher so DB-Material. Und bei dem Triebwagen weiß ich jetzt nicht so ganz, was es da so Schönes gibt. Das ist mir zu modern. Ja, da gibt es hier eine schöne Anlage, die sie dort hingebaut haben, auch mit modernen Fahrzeugen. Aber wir hatten ja neulich das Thema Fluss oder das Thema Gewässer. Hier ist ein Fluss drauf. Das ist eine sehr einfache Methode, wie man also aber eben auch ein vernünftiges Ergebnis hinbekommt. Also der ist einfach farbig gestrichen, das ist also eine glatte Fläche farbig gestrichen und viele Lackschichten drauf und ja, das kann sich sehen lassen. Also es gibt deutlich schlechtere Gewässer als den. Ja, also auch solche Anregungen kriegt man auf einer Messe. Na, also ich finde den nicht schlecht. Ja, und den größten Stand, den hatte mal wieder Märklin. Ja, da war also für mich jetzt auch nicht so viel. Mir sind allerdings zwei Sachen aufgefallen, die ich hier mal zeigen möchte. Dem Märklin-Fan ist das sicher längst bekannt. Für mich war es relativ neu. Und zwar hier so eine Eisenbahn für Kinder, die mich also sehr an Lego erinnert. Ich halte das für einen idealen Einstieg für Kinder. Ich finde auch die Lego-Eisenbahn toll, aber eben viel zu teuer. Ja, die zweite Sache ist diese Lok. Das ist eine S36 der Bayerischen Staatsbahn, wobei sie, glaube ich, 3/6 gesprochen wird. Aber bei mir hat sich das eben leider anders ein bisschen eingebürgert. Eine an sich schöne Maschine und eine Besonderheit, weil dies eben keine gewöhnliche S36 ist, sondern das ist die mit den großen Treibrädern. Es gab ja verschiedene Versionen mit Spitzer, Rauchkammer sowieso, aber auch spitzes Führerhaus. Dann mit dem Führerhaus, was wir hier haben und eben mit großen und mit kleinen Rädern. Und die mit den kleinen, also mit, glaube ich, 1,80 oder 1,85 irgendwie so in der Drehe, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ist also die, die häufiger gebaut wird. Und diese Version gab es mal von Lilliput. Die ist aber, naja, das ist eher ein Standmodell.
Ja, dann war auch eine kleine Märklin-Vorführanlage mit C-Gleis. Wer gerne Segmente oder Module bauen will mit C-Gleis, so funktioniert's. Mutig die Säge nehmen und einfach durchsägen und dann die Module miteinander verbinden. So wird's gemacht. Eins von meinen Lieblingsthemen ist ja das Thema Schallschutz auf der Modellbahn. Da habe ich schon viele Diskussionen geführt über den Sinn und Unsinn von Schallschutz. Hier sehen wir, hier gibt es keinen Schallschutz, ne? Also die Gleise sind einfach auf die Modellbahn gelegt. Und ja, und dann sehen wir hier einer sowas, aber auch Märklin-Anlage, vorbildgerechte Geschwindigkeiten. Und also wirklich laut ist das nicht. Nun sind wir bei einem Zubehörhersteller. Da gibt es natürlich Zubehör und auch ein paar interessante Sachen zu sehen. Ja, hier konnte ich nicht widerstehen, mal so voll rein zu fotografieren, weil es einfach schön gemacht ist. Also wir haben hier Gewässer, wir haben Grünzeug und wir haben die Felsen. Und das ist auch was ganz Besonderes, weil wer Felsen bauen möchte, der sollte sich bitteschön auch mit den unterschiedlichen Felsarten beschäftigen. Und hier haben wir Sandstein, das ist also die ganz hohe Schule. Ja, gleich darunter gab es die Knitterfelsen, das ist nicht so ganz meins. Das ist so ein bisschen, als wenn ich jetzt so Mauerwerk, so gedrucktes Mauerwerk irgendwie verwende. Aber wer sich's nicht zutraut, der soll das ruhig mal versuchen. Ja, bei Hagen war es dicht gedrängt. Ich habe jetzt auch kein großes Interesse im Moment an Gebäuden, aber es gab ein paar schöne Szenen zu fotografieren und begrast wurde auch dort, also gab es auch schöne begraste Dioramen. Bei Faller war es ein bisschen großräumiger, nicht ganz so dicht umlagert. Es gab eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar, dass man ein Programm hat, wo man, naja, eigene Konstruktionen, 3D-Konstruktionen einschicken kann und sich von Faller ausdrucken lassen kann. Das gibt es allerdings auch schon von anderen Firmen. Ja, und zum Schluss haben wir hier noch einen schönen kleinen Bach, den wir hier fotografiert haben. Ja, und an diesem Stand gab es dann, naja, eine Springbrunnen und lustig herumspringende Hühner. Ja, und dann gibt es einen Stand, den ich unbedingt besuchen wollte, weil ich sehr viele Fragen hatte. Und das ist der Stand von Gützold. Und meine wichtigste Frage war, was wird denn aus der Kreuzspinne, das ist die Windberglok, Baureihe 98.0? Da gibt es ja Gerüchte, dass die nochmal kommen soll. Und möglicherweise mit der Formänderung, das wurde auch so bestätigt. Und darüber hinaus war sogar zu vernehmen, dass man also plant, die in möglichst vielen Versionen zu bringen. Denn es gab ja von den sächsischen Lokomotiven von Gützold, die jetzt jüngeren Datums sind, ja keine Epoche 2 und erst recht keine Epoche 1 Loks. Und das ist eben nun angedacht. Und das begeistert mich natürlich. Wir hatten dort dann auch eine sehr lange Diskussion über Farben von Lokomotiven, von Länderbahnlokomotiven und denen der frühen Reichsbahn. Es war alles sehr, sehr interessant. Also ich habe da mindestens eine Stunde dazu gebracht. Ja, dann habe ich mal hier das Getreidefeld mit reingenommen, weil wir das Thema auch hier auf dem Kanal hatten. Das ist allerdings was Gekauftes. Das war Arbeitskreis TT, Modulbahn. Ja, und dann gibt es die Dinge, wegen denen ich auf so eine Messe gehe. Und das sind immer so die kleinen Sensationen, irgendwelche Anlagen, die man nicht kennt, die dann auch noch hier die richtige Epoche haben und die einfach so exotisch und so liebevoll gestaltet sind, dass man sie einfach vorstellen muss. Ja, in Bad Dürnberg wird Salz gewonnen in einer Saline und in einem Gradierwerk, wo wir hier ein Stück sehen. Ich müsste jetzt schwindeln, ich hoffe, das gibt's noch. Also ich war lange nicht in Bad Dürnberg, aber ich bilde mir ein, dass ich es mal noch gesehen habe. Das ist allerdings viele, viele Jahre her. Und um diese Saline zu versorgen mit Energie, wurde eine Kohlebahn errichtet und ein Kohlebergwerk natürlich, in dem Braunkohle abgebaut wurde.
Ja, das Anlagenthema war hier natürlich der Transport der Kohle vom Bergwerk zum Empfänger. Das wurde mit einer Feldbahn gemacht, die allerdings elektrifiziert war. Na, da haben wir also hier eine sehr exotische Lok, die heute, also eigentlich unvorstellbar ist, dass sowas durch die Gegend fährt. Also das war sehr, sehr hoch, sehr, sehr schmal. Man hatte immer den, naja, hat immer befürchtet, die fällt gleich um. Aber das ist natürlich alles toll gebaut und hat auch toll funktioniert auf der Anlage. Und das ist also wirklich ein Erlebnis gewesen. Ja, und zum Schluss noch ein paar Fahrzeuge auf der Anlage. Die musste ich einfach fotografieren. Und wir hatten ja auch eine kleine Kameradiskussion auf der Messe. Das ist alles mit dem Handy fotografiert, ne? Einfach Handy raus und Knips und keine teure Kamera. Und ich glaube, die Bilder können sich sehen lassen. Ja, auf eine Sache möchte ich auch gerne noch eingehen. Nicht, weil die Qualität mich so beeindruckt hat, sondern weil ich einfach das Arrangement gut finde. Wir haben hier eine Modellbahn AG an einem Gymnasium in Günzburg, die also durch halb Deutschland gereist sind, um hier in Leipzig auf der Messe auszustellen. Und das mit wirklich richtig vielen Modulen. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und ja, ich habe dann noch mal einen kleinen Schwenk gemacht. Der kleine Mann hier vor der Nase, der ist mir ständig vor der Nase rumgeturnt. Der hat irgendwie nicht gemerkt, dass ich filme. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt kurz mal bei Jens im Einsatz reingeguckt. Der hat ja nun irgendwie sich bitterlich beschwert, dass man sich das Messe ersparen soll und das Gerammel und komische Leute und was weiß ich. Also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, dann sind wir hier am Stand von Joswood und das ist ja natürlich immer eine Augenweide, was es dort zu sehen gibt. Hauptsächlich also Lasercut-Gebäude und ja, das kennt man halt sonst so aus dem Internet. Hier sieht man es mal live und das ist alles also top. Also das ist ja mehr oder weniger Pappe und da kannst du rangehen mit der Kamera. Das sieht einfach super aus. Ne? Also das ist wirklich, ja, ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn ja auch in der Freundesliste bei Facebook, bloß er sah dann so aus, als ob er ein bisschen Ruhe brauchte in seiner Ecke. Habe ich ihn dann nicht angesprochen. Also falls du das Video siehst, das machen wir immer beim nächsten Mal nach. Ja, und dann haben wir hier Unique, da habe ich mir Ersatzteile für meinen Greenkeeper gekauft. Hier steht zwar Lasercut-Bausätze dran, es gibt auch welche, aber das meiste, was dort zu sehen war, war natürlich ganz fantastisches Baummaterial, Landschaftsbaumaterial. Und hier zum Beispiel Waldboden mit Blätter, allerdings in der offenen Landschaft. Aber so ungefähr, da ungefähr will ich hin. Ja, hier wird auch sehr schön begrast. Die Bäume sind mir ein bisschen bunt, haben ein bisschen komische Farben, aber was so untenrum zu sehen war, auch in Sachen Waldboden, das kam also schon ein bisschen näher an das ran, wo ich also gerne hin möchte. Hier haben wir noch einen schönen Waldweg, naja, Feldweg eher, ne? Der hier in den Wald reinführt. Und dann haben wir noch ein paar schöne Bäume. Die sehen nicht schlecht aus, habe aber auch schon bessere gesehen. Also das, was mir an den Bäumen jetzt nicht so gefallen hat, ist das hier zum Beispiel, dass man also hier versucht hat, richtige Blätter dran zu machen, also richtig geformte, die aber eigentlich viel zu groß waren. Also für Spur 0 oder Spur 1 ein kleiner Baum, okay. Das mit den Blüten, das war ganz hübsch, aber das sollte man vielleicht auch mal selber versuchen. Weiß ich nicht. Also ich habe da auch was gesehen zum Kaufen, habe jetzt aber die Preise jetzt nicht. Und hier eine wunderschöne Wiese, die ist also sehr, sehr schön gemacht. Mit einer schönen Birke. Dann, ja, wer Bäume bauen will, sollte sich dann auch mal mit den Bäumen beschäftigen. Der sollte auch wissen, dass Lärchen im Winter die Nadeln abwerfen, demzufolge ihre Farbe ändern. Ne? Ja, das ist. Ja, alles in allem natürlich eine tolle Sache. Hier haben wir Rail Innovation. Weiß ich gar nicht, wo die jetzt herkommen, irgendwo aus Leipzig. Und das kennt man eigentlich von Facebook oder aus dem Internet. Ist so ein bisschen Thema Leipzig.
Ja, zumindest ein bisschen angedeutet. Es gibt da ein paar typisch Leipziger Gebäude, wie da jetzt hier dieses Messehochhaus, was da jetzt hier mit dem M oben drauf. Das Stadion ist nicht das Red Bull Stadion, das ist ein anderes, irgendein französisches Stadion. Das habe ich mal im, gab es irgendwie mal einen Beitrag im Internet, dass sie da die Baupläne nicht gekriegt haben. Ja, hier wurde gerade aufgebaut, eine wunderschöne Anlage, eine Berganlage. Und wurde fürs Foto aufgebaut und da habe ich mich natürlich ganz dreist hingestellt und habe mal kurz das Handy gezückt und habe dann hier, naja, mit fotografiert. Ich weiß nicht, ob sie auch noch filmen wollten, keine Ahnung. Ja, und dann ist mir was aufgefallen für unseren Erzgebirgsmodellbahner. Das ist ja ein befreundeter Kanal. Der baut auf seiner Anlage unter anderem den Bahnhof Mulda. Ja, und hier haben wir jetzt eine Anlage, da ist der Bahnhof Dorf Chemnitz bei Seida. Das ist die Schmalspurbahn, die von Mulda abging nach Seida. Na, die ist also hier das Thema, also ihr könntet euch treffen und die Anlagen zusammenbauen. Na? Ist auch sehr, sehr schön gemacht, also sehr, sehr tolle Details. Und es ist eine Augenweide, sich sowas anzugucken. Und ja, ich habe die Anlage schon mal in Dresden gesehen, allerdings war mir das da noch nicht so bewusst, dass da, was da so dahinter steckt und welche Verbindung es da gibt. Ja, Sachsen ist sowieso das Schmalspurland schlechthin, weil es sehr, sehr viele Schmalspurbahnen gab und immer noch gibt. Das ist übrigens eine 4K, eine sogenannte Meyer-Lok, im Gegensatz zu dem, was wir da so bei der Harzquerbahn habt, da gibt es ja Mallet-Lokomotiven, die Meyer-Loks haben aber zwei Trägestelle. Ist übrigens auch die Vorlage, die konstruktive Vorlage für die Kreuzspinne gewesen, die auf der Windbergbahn unterwegs war. Ja, und da gibt es hier eine Endanlage von Friedrich List, meinem Ex-Verein, und ich habe davor gestanden und die haben mir erzählt, die Anlage ist uralt und ich konnte mich nicht erinnern. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon Alzheimer oder was auch immer. Naja, und konnte mich dann mal mit meinen alten Kollegen ein bisschen unterhalten. Ja, und immer dann, wenn die Polen auf der Leipziger Messe aufgetaucht sind, wusste man immer allerhöchste Qualität, wirklich, also alles super gemacht und das, was also kaum überbieten kann. Hier ist eine H0E-Anlage. Ich kenne eigentlich von Polen eigentlich nur immer H0M. Auch die Lok kam mir bekannt vor, die Dampflok. Aber ja, hier war mal was Neues für mich. Und dann gibt es hier den stillen Winkel. Da bin ich leider nicht so richtig zu fotografieren gekommen, weil da wirklich mehrere Leute ringsrum standen und ich ihm dann immer das Handy reinhalten musste. Und ich es nicht geschafft habe, hier mal vernünftig eine Gesamtansicht zu kriegen. Und das war wirklich schade, weil hier wirklich das auch sehr, sehr toll gebaut war. War unmittelbar neben den Polen. Und es war auch eine sehr, sehr kleine Anlage, die wirklich überall reinpasst. Na, also Bahnhof und da hinten gleich der Schattenbahnhof dran. Denn hier eine Anlage mit einem englischen Thema, auch sehr, sehr toll gemacht und man muss auch ganz ehrlich sagen, ohne diese Rahmen und ohne diese Beleuchtung oben, ich glaube, braucht man sich als Modulbahner auf einer Messe gar nicht mehr sehen lassen, weil das einfach, also das ist top gebaut, aber durch die Beleuchtung, das wirkt noch einmal doppelt so gut. Na, hier haben wir die Fahrzeuge, das sieht immer alles ein bisschen aus wie Spielzeugeisenbahn. Aber ja, ist es genau genommen auch, aber wenn man sich da so das Vorbild vorstellt, das sieht dann auch genauso aus. Das ist halt englische Eisenbahn. Ja, hier habe ich leider vergessen zu fotografieren, was das für ein Verein war. Hier sieht man bloß Eizehaven. Also kann ich jetzt nichts mit anfangen. War also hier vorne ein schönes Hafenmodul, dann ging es da irgendwo durch den Wald. Das ist übrigens eine N-Anlage. Auch alles super gemacht, kann man nicht meckern. Auch schöne Bäume, schöne Geländegestaltung, alles top. Hier gibt es noch ein paar Kiefern in N. Naja, braucht man nicht so viel Material, hat auch seine Vorteile.
Ja, und dann haben wir hier die Bimmelbahner. Ein Highlight jagt das andere. Also wer bis jetzt nicht ins Stein gekommen ist in Sachen Modellbau oder Geländebau, sollte es spätestens hier tun, weil hier ist wirklich alles vom Feinsten, was wir da so zu sehen bekommen. Ja, als erstes ein Getreidefeld. Da muss ich ja natürlich noch ein bisschen üben. Ne? Also ich denke, ich bin nahe dran, aber das ist natürlich perfekt. Ja, dann haben wir hier natürlich auch den schönen Übergang in den Hintergrund, dass das also hier so übergeht, so gleitend und unmerklich. Das ist natürlich auch alles top gemacht. Ja, die Bäume, da gehe ich mal stark von aus, dass sie selber gebaut sind. Und auch hier wieder das Thema Waldboden, wobei das natürlich hier sehr licht ist, ne? Vorne die Eisenbahn, hinten der Weg. Und nochmal das Thema Waldboden. Hier auch sehr schön umgesetzt. Und ein bisschen Felsen haben wir auch noch. Also tolle Anlage, kann man nicht meckern. Ja, dann haben wir hier das Modellbauteam Köln, die uns eine Anlage gezeigt haben mit einem Thema der Harzer Schmalspurbahn. Und hier gibt es was ganz Besonderes. Und das gibt es nicht bloß auf der Anlage, sondern auch im Vorbild, nämlich eine Kehrschleife. Na, liebe MacLean-Bahner, es gibt sie doch allerdings auf der Schmalspurbahn. Na, ja, das ist im Bahnhof Stiege, wenn ich mich jetzt nicht irre, wo es also dann, wo eben so eine Kehrschleife halt mal eingebaut wurde. Ja, ansonsten schöne Anlage. Also, das ist, kann man nicht meckern. Ja, dann bin ich am Stand von RTS Greenkeeper, umgeben von Modell- und Landschaftsbaugöttern. Ja, hier wurde das auch vorgeführt. Herr Petermann ist hier dabei, Greenkeeper zu begrasen. Ja, er zieht hier ganz schöne Fäden, da hat ein bisschen mehr Dampf als das, als ich immer mit meinen halbleeren Batterien. Da sieht man schon ein bisschen den Unterschied. Hier wird dann die nächste Farbe aufgetragen. Oder die die neuen Fasern, die andersfarbigen ziehen, Fasern. siehst du das? Ja. Die alten sind nicht hochgezogen so. Und dann sieht das hier schön abwechslungsreich aus. Ja. Er hat das übrigens gleich ineinander begrast. Also bei mir sind das immer so getrennte Vorgänge. Ja, an dem Stand weiß ich nicht so richtig, ob es jetzt hier Händler oder Hersteller war. Das habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen. Aber falls der BIM hier reinschauen sollte in das Video, hier ist eine schöne Anregung für ihn. Das sind also auch Mauerroller und die sind also hier passend gebaut zu diesen Griffen. Das ist so aus dem Malerbedarf stammt das. Ja, das ist vielleicht auch mal eine Anregung für eigene Projekte, also auch andere, die sowas 3D drucken. Na, da könnte man das mal. Ja, apropos 3D, sicher nicht 3D gedruckt, aber hier gibt's also Baumrohlinge einer französischen Firma, die zwar ein bisschen teuer waren und das zweite Problem, die waren nicht real. Ne? Also die sahen sehr schön aus, aber ich habe mir dann mal eine Eiche geholt und werde sie als Erle verwenden, weil es ist ein schöner Baum, aber es ist um Himmels Willen keine Eiche. Ne? Da haben sie sich ein bisschen vertan. Ja, man muss diesen Stamm dann, muss man noch farbig nachbehandeln. Also sie hatten dort auch ein paar da, die waren geerbrascht, wahrscheinlich für irgendwelche Vorführungen. Und fertig gestaltet sehen sie natürlich so aus. Und dann kann man natürlich wirklich nicht meckern. Na, also das ist wirklich, das sind Bäume vom Allerfeinsten. Also, weiß ich nicht, hab da, weiß nicht, ob das auch so zu kaufen ist oder ob dann wirklich die nur so als Demo, was man eben draus machen kann,
Das hat sich mir dort nicht erschlossen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch hier gleich auch das Ende unseres Films. Ich war am Ende total fußlahm. Also wie das immer so ist nach einem Messebesuch. Ich war ja von der Eröffnung dann bis 17 Uhr war ich dort und naja, bin dann irgendwie nach Hause gehumpelt oder eher zum Auto. Ja, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, in dem Sinne hat unser Film jetzt ein Ende gefunden. Wir schauen jetzt nochmal durch die große Glashalle in der Messe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie üblich, ein Like da lassen. Ein Kommentar ist noch besser und am allerbesten ist natürlich ein Abo, wenn ihr es nicht schon getan habt.